Viele können sich ein Tennisspiel, das in Rollstühlen bestritten wird, vermutlich schwer vorstellen. Dass die Weltspitze der Rollstuhltennisspieler jeden Amateurfußgänger vom Platz fegen könnten, beweisen Profis aus aller Welt bei der Rollstuhltennis-Tappe Open in Salzburg. Die Rollstuhltennis-Tappe Open zeigt eindrucksvoll, wie man selbst an den Rollstuhl gefesselt sportliche Höchstleistungen vollbringen kann. Hier sehen wir ein Quad-Doppel, USA gegen Frankreich. Taylor Nicholas Behinderung ist schwerwiegend. Er muss mit einem elektrischen Rollstuhl antreten und eine Kette hilft ihm dabei, den Tennisschläger zu halten. Auf dem Tennisplatz ist er deswegen aber keineswegs zu unterschätzen. Beachten Sie seine einzigartige Technik beim Service. Unter der Schirmherrschaft des Internationalen Tennisverbandes ITF findet das Turnier in Salzburg statt. Das Turnier ist eines von weltweit nur 12 Kategorie 1 Turnieren. Bestes Rollstuhltennis ist hier also gewährleistet. Die Spieler und Spielerinnen, die hier vertreten sind, sind in der Weltrangliste vertreten. Sie bieten Spitzensport auf höchstem Niveau. Alle, die hier sind und das Spiel sehen, sind eigentlich begeistert. Martin Legner ist der beste österreichische Rollstuhltennisspieler und zurzeit Zehntplatzierter in der Weltrangliste. Profi-Rollstuhltennis ist sein Leben geworden. Jährlich spielt er bei bis zu 25 internationalen Turnieren mit. Doch der Weg hin zum Profi ist lang und hart. Ja, natürlich am Anfang, gell, wenn man das erste Mal macht, dann ist es schon ein bisschen schwierig, gell, bis da einmal das als Spiel deklariert wird, gell, dauert schon einmal ein halbes Jahr, würde ich sagen. Aber dann, desto öfter man spielt, öfter man trainiert, umso mehr wird es ein Spiel und so, und dann macht es auch mehr Spaß. Aber Legner ist eine Sportlernatur und der Rollstuhl konnte ihn davon nicht abhalten. Er hat alle Sportarten probiert. Tennis war für ihn letztlich die schönste. Die verschiedenen Sachen alle angeschaut, vom Basketball, Schnellfahren, Leichtathletik, Tischtennis, Skifahren, Tennis und hat mir im Tennis am besten gefallen, weil das in der Welt eigentlich von den Behindertensportarten meines Erachtens die beste organisierte Sportart ist. Beim Turnier in Salzburg musste sich Legner leider nach einem spannenden Semifinale im Doppel geschlagen geben. Eine schiefgelaufene Operation oder ein Unfall kann ein Leben total verändern. Aber davon sollte man sich die Leidenschaft Tennis nicht nehmen lassen, auch wenn die Umgewöhnung auf einen Rollstuhl ein langer und steiniger Umgewöhnungsprozess ist. Die Schläge sind nicht so das Problem. Man hat ein bisschen eine andere Treffhöhe, also oft Schulter- und Kopfhöhe. Aber das Fahren war für mich ein mächtiges Problem, weil ich halt auch lange an Gehhilfen gegangen bin und daher den Umgang mit dem Rollstuhl wirklich erst lernen musste. Das kennt man aus dem Fußgängerbereich halt nicht. Also Rollstuhltennis hat jetzt sicher auch einen sehr wichtigen Stellenwert da in Ihrem Leben eingenommen, schätze ich. Ja, war erst gar nicht so geplant, aber auch die ganzen Nebeneffekte, sage ich mal, dass man neue Freundschaften knüpft, viele Verbindungen ins Ausland auch hat, das ist ein netter Nebeneffekt, den man gerne noch mitnimmt und ja, ich bin einfach glücklich im Moment. Bei den Turnierergebnissen dominierten die Niederlande. Im Doppel der Männer und der Frauen geht der Sieg an Holland. Im Quad-Turnier siegte das Team aus den USA gegen Frankreich, musste sich im Finale aber gegen Großbritannien geschlagen geben. Zusehen bei der Salzburg Tappe Open lohnt sich. Nächstes Jahr hat man beim STC Salzburg wieder die Möglichkeit dazu. Man geht garantiert beeindruckt nach Hause.